Wir sind eine Schweinfurter Breakdance-Gruppe und der Intendant vom Würzburger Mozartfest wollte unbedingt ein klassisches ein Breakdance-Stück auf Klassik haben und da hat er an uns gedacht und ist dann mit dem Christoph Hagel in Kontakt getreten und hat ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit uns sowas zu machen, ein abendfüllendes Programm. Und dann haben wir gedacht, ja, wir machen gern so Crossover-Sachen und sind natürlich dann mit Freude in das Projekt gestartet. Unsere Gruppe gibt es ja schon seit 1999 und da waren dann zum Beispiel Janis Hubrecht, das ist einer der, und Daniel Bartelmeis, das sind einer der längsten dabei gewesen von der DDC. Und Marcel und die anderen, wir waren Schüler von denen dann, die waren zuerst im Jugendraum, sind dann in die Tanzschule Pelzer. Dort sind wir dann dazu gestoßen, waren Schüler, sind dann immer besser geworden und jetzt sind wir eine große Gruppe und bestehen jetzt aus 8 Leuten schon und wir wachsen stetig und ja, so sind wir zum Breakdance gekommen. Wir waren schon in Würzburg, in Berlin, in Bayreuth und haben auch Kurzvorstellungen in Österreich schon gemacht von Breaking Mozart. Und ja, am schönsten war es, kann man schwer sagen, das hat jede Stadt hat seinen eigenen Charme. Und uns die erste Aufführung in Würzburg war natürlich gigantisch mit 1500 Zuschauern, war ein Riesengefühl. Und dann sind wir nach Berlin für 80 Vorstellungen in den Wintergarten. Also Wintergarten-Varieté und dort haben wir mit Artisten zusammengearbeitet, die Show erweitert mit Artisten und die involviert eben in die Show. Und ja, das war wieder ein ganz anderer Charme und war natürlich etwas kleiner mit 400 Zuschauern pro Vorstellung, aber war immer gut ausverkauft. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir die Zeit bis jetzt so gut und erfolgreich überstanden haben und freuen uns natürlich jetzt hier auf das wunderschöne Schweinfurt und unsere Heimat und hoffen, hier geht's mindestens genauso ab. Naja, es ging natürlich darum, die ganze Fülle dieser Stücke umzusetzen, wo ja alles drin ist, vom albernsten Entertainment bis zur größten Ergriffenheit, vom Drama bis zur vollkommenen Ruhe, von der Konstruktion bis zur freien Form. Und es ging mir schon darum, die ganzen Facetten von Mozart, die wir in der Musik haben, in die Geschichte, in den Tanz, in das Sichtbare umzusetzen. Und ja, das gelingt uns von Mal zu Mal mehr. Naja, es gibt ein paar Stücke, wo ich Klavier spiele, das sind Tanzstücke, Breakdance auch. Dann gibt es Opern, die ich inszeniere und die ich auch dirigiere. Ich bin nun mal zuallererst Musiker. Und das ist für solche Stücke und auch für das Inszenieren von Opern und Musicals natürlich sehr hilfreich, dass man eng an der Musik bleibt, gerade bei Stücken, wo das so wichtig ist wie in Mozart. Insofern ist das ein besonderer Weg, den ich dann gehe und ich finde ihn eigentlich ziemlich gut
Und außerdem will ich einfach dabei sein am Abend. Ich kann mir nicht vorstellen, es zu inszenieren und am Abend nicht da zu sein. Man spürt sich körperlich, man spürt den Atem, man spürt viel mehr. Und ohne das könnte ich nicht arbeiten. Ein Stück weitergekommen jetzt durch diese Proben die letzten Tage. Besonders war natürlich die Uraufführung in Würzburg letztes Jahr. Berlin, das waren einfach wahnsinnig viele Aufführungen. Aber nein, ich glaube, das hier wird richtig. In Mozart gefallen? Also ich fand es total schön. Ich kenne ja selber Tänzer, die da mittanzen und deswegen wollten wir uns mal anschauen und es ist echt schön bis jetzt. Bin mal gespannt auf die zweite Halbzeit. Was war bis jetzt das Schönste? Ich fand die Szenen am schönsten mit dieser rot-orange-haarigen Tänzerin. Ich kenne die auch schon aus dem Fernsehen von, ich glaube, die war mal bei Supertalent sogar. Die fand ich ganz cool, weil die echt gut tanzte. Jetzt habe ich einen Vogel vor der Kamera. Wie hat Ihnen denn gefallen, die Prägung Mozart? Sehr gut. Nachdem ich ja weiß, wie die Anfänge waren, die haben beim TV Jan angefangen und es sind teilweise sind viele Show-Einlagen aus dem Bodendonnen oder aus dem Pferddonnen. Also für mich hervorragend. Wie hat es Ihnen denn gefallen, Prägin Mozart? Ja, ich bin sehr beeindruckt von der Aufführung. Eine unglaubliche Stimmung, die die Jungs verbreiten. Bis zur letzten Minute war das ganze Publikum wie gebannt dabei, hat immer wieder geklatscht. Und die Gruppe sind wirklich Botschafter für Schweinfurt in Deutschland und hoffentlich auch bald darüber hinaus.
hat dir denn am besten gefallen? Alles. Und dir? Wie hat es dir gefallen? Gut.